Moin Moin Leute, ich bin Lincoln's Brain oder einfach nur Jadig und begrüße gerade dich zu einem neuen Part aus Iconfell. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, haben tatsächlich die Archive hinter uns gelassen. Toi toi toi. Und an der Stelle Shoutout, es wurde gesagt, das weiße Buch, wie man es hier auch sieht, die weißen Bücher, die muss man eigentlich nur drücken, falls man irgendwo ein Geheimnis sucht. Also war es so gesehen gar nicht mal so versteckt. Genauso wie damals die Glühwürmchen in dem Twilight Yard, wo wir jetzt auch tatsächlich wieder hin müssen. Es war alles nicht so versteckt, wie man anfangs annimmt. Aber guck mal, wir brauchen auch nur noch 3 Bäume, dann haben wir alle Bäume. Das ist ehrlich gesagt viel verrückter. So, wir müssen jetzt mal schauen, weil irgendwo gab es doch den Hutmacher. War der nicht einfach hier und dann oben? An dem Gebäude? Nee, aber der war hier irgendwo in der Nähe, meine ich. Wo ist dieser dödelige Hutmacher? Weil ihr habt auch schon in die Kommentare geschrieben, dass es definitiv wahrscheinlich bessere Hüte gibt für mich. Und das möchte ich gar nicht dementieren. Das nehme ich von euch gerne an, diese Meinung. Weil das mit Sicherheit so sein wird. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wo der ist. I don't know. He's somewhere. I don't know where. Wir gehen hier einfach mal den Weg weiter nach oben. Oder gab es hier irgendwo noch was, wo ich... War der hier bei dem Lockup? Ich meine, das ist ja das Gefängnis. Da haben wir den nur besiegt. Der ist ja nicht da geblieben. Ah, was machst du denn plötzlich hier? Verschwinde. Ja gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo das sein soll, aber gar kein Problem, darum soll es dann heute erstmal gar nicht gehen. Wir gehen in den Twilight Yard und zwar hierhin und jetzt muss es irgendwie weitergehen, wahrscheinlich dort. Aldra, wouldn't let so much as a bee sting Ivic, was? Ihr wird's gut gehen, aber seid trotzdem vorsichtig. Claro, eine große Bombe, 15 Damage, sollte man immer mal dabei haben, glaube ich. Raises Speed. Ja, das klingt alles gar nicht mal so schlecht. Davon können wir uns erstmal ein bisschen eindecken. Davon auch. Damit wir einfach mal ein bisschen was dabei haben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau dran. Aber haben wir nicht beim letzten Mal den Schlüssel hierfür bekommen? The Garden's Key. Willkommen im Garten. Meine lieben Freunde. Hier soll es angeblich einen Bug gegeben haben, aber wir haben ja schon beim letzten Mal herausgefunden, dass ich Bugs herbeizaubern kann. Ich hoffe nicht, dass es hier nochmal passiert. Der ist aber angeblich auch gefixt. Das hier ist ja wunderschön. Das ist echt schön. Der Garten ist mein Lieblingsort in der ganzen Schule. True. Also, wir suchen den Gärtner. Professorin Everley. Sie verlässt eigentlich nie den Garten. Das war ihr und Aldras größtes Projekt, bevor Aldra die Direktorin wurde. Okay. Sie muss irgendwo hier sein. Dann wollen wir uns doch mal hier ein bisschen umgucken, wa? Ich find's richtig schön, dass wenn man hier so rumläuft, dass man... Ist diese kleine Biene... Das ist keine kleine liebe Biene. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Gegner, den wir jemals sehen werden. Da bin ich mir sicher. Wie viel Leben haben denn hier alle so? 30, 18. Okay, okay. It be like that, huh? Aber guck mal, 11 Schaden knallt auch gut. Liegt aber auch daran, weil wir... Can you chill out for a second, please? Poison Sting! Poison. Und 11 Schaden. Okay, wir kommen zu den Gegnern, die asozial sind. Wir kommen zu den Gegnern. Alright, alright. Kein Problem. Und das ist nur eine kleine Biene. Ich frage mich, gegen was man hier wohl als Bossfight kämpfen muss. Nobody knows. Natürlich würde ich die beiden schon gerne am Leben erhalten. Besonders gerade auch Gilda. Oh, mein Timing ist heute auf jeden Fall wieder komplett on point. Gut, da war das Timing wirklich on top, muss man zugeben. On top. On point. So, hier jammern wir jetzt einmal kurz einen Beam durch. Das Timing habe ich drauf. Schön 10 auf beide.
Wenn wir jetzt nochmal einen Beam durch beide kriegen würden. Poison, geil. Dann wären beide tot. Und das wäre dann ein extrem schneller Fight. Okay, der kann sich Leben von der wegziehen anscheinend. Wirkt zumindest so. Jetzt die Frage, was wir genau machen. Wir können jetzt entweder eine Aura machen. Das wäre, glaube ich, mit am coolsten. Voll vergessen, dass das kam. Ach du meine Güte, habe ich das gerade verbäumelt. Aura. Sehr schön. Ich fände es ehrlich gesagt ganz schön, wenn dabei stehen würde, ganz clearly, was die Sachen machen. Weil man kann sich so ein bisschen herleiten, wir kriegen Leben, wir kriegen wenig Leben, dafür länger, aber irgendwie auch, I don't know, ist alles ein bisschen hingedeichselt, ob das jetzt wirklich so ist, wie man sich das denkt. Ach, scheiße, langsam sind echt alle gepoisoned, ne? Junge, 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 we don't talk about this one. Die verzieht sich einfach nach hinten. Ciao, Kakao. Man sieht sich. So, aber die beiden Dinger, wenn man die beiden Lebensteile drauf hat, das ist schon echt sehr, sehr heftig. Ah, reicht aber. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir die da hinten jetzt auch poisonen. Ich meine, warum nicht? Kriegst du auch Schaden nebenbei. Sehr gut, sehr gut. 4 Schaden direkt bekommen, sehr geil. Aber man sieht, die Gegner hier sind auf jeden Fall auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Guck mal, er ist sogar durch das Poison gestorben. Wie stark ist das denn? Und wie stark ist eigentlich wirklich die Aura und das Rainbow zusammen? Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, am Anfang vom Fight immer Aura und Rainbow auf alle zu machen. Weil das einfach ein super defensives Schild ist für einen. Super krass. Super sick. So, wir gehen mal hier einmal erst nach oben. Naja, was ich sagen wollte, ich finde es hier richtig schön, dass die Blumen hier auch überall so hochgehen, wenn man da langläuft. Ah, traumhaft. Eine Erinnerung an einen Unterricht. Okay. Oder von den beiden. Die Direktorin besucht mich im Garten. Was eine Ehre. Ach komm, mach doch keine Späße. Ich wünschte, ich könnte dich öfter besuchen. Aber es ist einfach so viel Arbeit, die getan werden muss. Und jetzt mit dem ganzen Zeug mit dem Summerstone. Du siehst so müde aus, Bord. Du überarbeitest dich noch. Du musst dich ausruhen. Das ist auch Part von deinem Job. Das weißt du, oder? Ich weiß, aber ich denke, dass... Ich denke, etwas Gefährliches kommt auf uns zu. Bord, du... Ich meine es ernst. Ich kann es fühlen. Ich musste sicher gehen, dass du hier sicher bist. Ich glaube an dich und mir geht's gut. Aber du kannst nicht alle beschützen. Nicht alleine. Ich kann's versuchen. Ich habe den Fehler gemacht, einmal nicht richtig aufzupassen und das wird nicht nochmal passieren. Bitte pass auch auf dich selbst auf, okay? Ich muss gehen. Gehst du zum Raum? Du hast ihn in letzter Zeit sehr häufig benutzt. Ich muss ihn benutzen. Ich habe keine Zeit, so zu sein. Ich muss besser sein. Ich liebe dich, das weißt du, oder? Ich weiß, es tut mir leid. Danke, dass du dir den Garten immer so anschaust. Er ist noch wunderschöner, als er je war. Oh, das ist süß. Das ist wirklich süß. Okay. Das war unerwartet. Wenn ich übrigens schon direkt eine kleine Theorie spinnen soll, wie auch immer. Boah, da können wir so geil gleich einen Beam reinsetzen. Meine Güte, das wird knallen. Ich habe die Theorie, ehrlich gesagt... Dass ich super krass bin.
dass Aeldra vielleicht wirklich gar nicht unbedingt was Böses wollte, aber von irgendwas Bösem übernommen wird. Da bin ich mir sehr sicher, dass das geschehen wird. Und da habe ich Sorge vor, wenn das passieren wird. Rainbow jetzt in die Reihen. Ohne Witz, das ist echt ein saugeiler Start. Man macht dann zwar am Anfang nicht so viel Schaden, weil niemand macht Schaden, außer Gilda, die hämmert da jetzt einmal komplett rein. Aber das ist schon echt stark. Na, letzter hat leider nicht geklappt. Trotzdem, alle 13 Schaden. Das ist lecker. Und... Fupp. Und... Fupp. Ah, wieder zu früh. Was macht die Blume? Die springt nicht weit, aber ich glaube, die Blume macht richtig asozial Schaden. Bleibt gerne alle in Reihe und Glied da stehen, damit ich da nochmal einen Beam reinhauen kann. Das wäre ein Traum. Bleiben die halt echt. Das ist der Wahnsinn. Topspin. Kommt unsere Toxic Cloud so weit? Leider nicht. Schade. Leider wird sich jetzt gleich auch einer von denen wahrscheinlich wegbewegen. Und Gilda kommt sogar erst danach. Oh Mann, schade. Ich habe gehofft, dass sie nicht so spät kommt. Naja. Dann machen wir mit ihr auf jeden Fall jetzt sowieso auch erstmal Schaden. Eigentlich auf egal wen. Aber... Der ist immer noch ein bisschen knackig. Gilda kann jetzt in die beiden trotzdem nochmal einen Blitz reinhauen, ein Beam. Und das ist besser als nix. Alter, die leben einfach immer noch. Ihr müsst so wenig Leben haben, hoffe ich zumindest. Keine Ahnung, was Retina gemacht hätte. Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Guck mal, der Poison hat sie sogar getötet. Dann dürfen die nicht mehr viel Leben haben. Definitiv nicht. Da hätte man jetzt vorher gucken können, wer von denen mehr Leben hat, um die Poison besser einzusetzen. Aber ich denke, wir haben das jetzt hier mehr oder minder sowieso schon geschafft. Oder? Und fast niemand hat Leben verloren. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Gildas Level 17. Sehr schön. Purtys Level 16. Ebenfalls sehr schön. Merit auch Level 16. Yes, sir. So will ich das sehen. Ah, guck mal. Weil wir die besiegt haben, ist hier oben sogar jetzt die Truhe aufgegangen. Und da ist ein Bumblebee. Wie süß klingt das denn? So, was macht er denn? Defense und Speed hoch. Ein Power runter, dafür sehr stark Defense hoch. Gönn dir. Definitiv. Das klang zu smart, als dass man es nicht nehmen sollte. Okay, es warten hier auch einfach riesige Schmetterlinge auf einen. Moin. Wer bist denn du? Maxim. Was ich hier tue? Pff, ist es nicht offensichtlich? Ich suche nach Haien. Was? Du denkst, kleine Haie könnten hier nicht reinpassen? Wie auch immer, was weißt du schon über Haie? Naja, gute Frage, was weiß ich über Haie? Bin ich ehrlich. Okay, mit dem Oh, wie geil. Geiles Rätsel. Ich freue mich jetzt schon immens drauf. Das ist der Wahnsinn. Rätsel mit Wasser. Die mag ich besonders. So, den nehmen wir natürlich auch mit, keine Frage. Alter, 4 Gegner. Ach du meine Güte. Okay. Stellt euch gerne wieder in Reihe und Glied. Das mag ich am meisten. Rainbow. Wir wollen ja, dass alle hier schön Leben kriegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mit ihr jetzt hier die Aura... Doch, ich kann die so platzieren. Also eigentlich... Egal, wie wir stehen, können wir die Aura und das Rainbow-Ding am Anfang immer platzieren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich wüsste übrigens echt gerne, wenn man Beam macht, ob man damit auch seine Mates trifft.
Weil ich kümmere mich immer darum, dass ich vor denen stehe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das unnötig ist. Oder ob man das machen muss. I don't know. Nice, keine Vergiftung. Außer er versucht es jetzt auch nochmal. Ah ne, er macht einen Stingshot. Sehr gut. Gut gehandelt. Oh, die stehen alle in Reihe und Glied. Ich würde so gerne gleich mit Gilda nochmal angreifen. Oh ja, oh Gott, das ist das Beste, was passieren könnte. Lass mich mit Gilda angreifen, bitte. Gilda kommt aber so spät und alle können nochmal vorher. Wir können jetzt natürlich richtig unnötig eine Dings machen. Ein Item einsetzen, was den Speed erhöht. Aber das muss auch nicht sein. Guck mal, die gehen so sogar schon hops. Wir kommen sogar da hinten ran. Perfekt. Der hatte 30 Leben. Auf den müssen wir mit am ehesten noch aufpassen. Poison Sting. Oh, selbst den abgewehrt. Zu krass. Kannst du nicht einfach da bleiben? Oh Mann. Das wäre so schön gewesen. Warum musst du es immer kaputt machen? Das hat leider nicht hingehauen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur so ein bisschen überlegen, wen wir nicht mehr auf dem Feld haben wollen, weil der oben wird wahrscheinlich... Warum ist der hier oben nicht mehr gepoisoned? Ehrlich gesagt will ich aber jetzt nicht Gilda einsetzen, um den da oben Schaden zu machen, weil wir machen 18 Schaden, der hat noch 2 Leben. Wäre ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung übrigens, was Retina tut, aber ich hab einfach Sorge, dass da was Schlimmes passieren würde. So. Acid Splash. Wir könnten aber auch einfach die Biene mal kurz Biene sein lassen. Und auch die Blume vergiften. Das glaube ich ganz gut. Okay. Wie viel Leben haben die denn alle? Der neben mir hat fast gar nichts, der sollte wahrscheinlich an dem Poison sterben. Ich weiß aber, wie oft ich schon gedacht habe, ja, der wird am Poison sterben. Mm-mm. Wird er aber. Sehr gut. Da habe ich doch tatsächlich mal richtig gepokert. Weil ich weiß, dass ich das schon oft gedacht habe und genau in der Sekunde hatte er dann kein Poison mehr. Das war ein bisschen unschön. So, der hat eh nur noch 2 Leben. Also das ist ehrlich gesagt egal. Kriegen wir dich vielleicht sogar mit einem Bubble Snap? Der Bubble Snap macht halt überhaupt gar... Ich habe nichts gesagt. Genau die 2 Schaden, die wir brauchten. Kuss geht raus. Hell yeah. Ich glaube, ich weiß mit dem Trio langsam wirklich, wie ich kämpfe. Weil die Gegner hier sind schon knackig, aber ich komme gut mit denen klar. Obwohl das heftig ist. Level 17. Level 16. Der Rook ist auch mit am Start. Wir sind ein bisschen unterlevelt, glaube ich. Aber ich glaube, das ist alles machbar. Okay, wir haben eine Pollenfliege. Wo können wir die? Da. Speed geht damit hoch, aber Leben runter. Das wollen wir definitiv bei keinem. Das weiß ich jetzt schon. Das brauche ich mir gar nicht bei irgendwem anzuschauen. Gab es oben irgendwo einen Punkt, wo wir das draufstellen müssen? Nein. Aber hier sollte es einen geben. Beziehungsweise, wir können den hier reinlegen, damit er uns da oben den Weg eröffnet. Oder links. Das kann natürlich auch sein, dass er links den Weg eröffnet. Man braucht beide wahrscheinlich, damit der alles eröffnet. Das nehme ich einfach mal an. Gut, dann gehen wir hier direkt mal zum Speicherpunkt. Freunde, wenn euch der erste Part hier im Garten gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü.